Drinnen in der großen Stadt lebten zwei kleine Kinder. Er hieß Kai und sie hieß Gerda. Sie waren nicht Bruder und Schwester, aber sie waren sich ebenso gut, als wenn sie es gewesen wären. Ihre Eltern wohnten einander gegenüber in zwei Dachkammern. Gerade dort, wo das Dach des einen Nachbarhauses gegen das des anderen stieß und die Regenrinne zwischen den Dächern entlang lief, war in jedem Haus ein kleines Fenster. Die Kinder brauchten nur aus den Fenstern zu steigen und schon waren sie beieinander. Vor jedem Fenster waren in einfachen Holzkästen richtige Gärten angelegt. Darin wuchsen Küchenkräuter. Erbsenranken hingen über die Kästen herunter und Rosenstöcke trieben lange Zweige. An Sommertagen saßen die Kinder immer hoch oben auf dem Dach unter den Rosen und spielten. Gelbe Rosen, rote Rosen, weiße Rosen, schwarze Rosen, wenn die Rosen gedeihen kann, uns niemand entzweien kann. Uns niemand entzweien. Wie die Bienen schwirren und bei den Rosenblüten einkehren. Sie trinken den Nektar. Der schmeckt wie rote Limonade. Den Nektar bringen sie ihrer Bienenkönigin. Das hat mir die Großmutter erzählt. Ich bin deine Königin und du musst mir ein Schloss bauen mit einem großen Garten. Ich stelle die Blumenkästen quer über die Regenrinne. Das ist der Garten. Ich binde die Rosenzweige zusammen. Das ist der Eingang zu unserem Schloss. Die Regenrinne ist unser Fluss. Wir haben ihm gerade Urlaub gegeben und er ist in die Ferien gefahren. Du Kai, aber wir bleiben zu Hause. Nirgends ist es schöner als hier. Im Winter aber war das Vergnügen vorbei. Dann mussten sie erst die vielen Treppen hinunter und die vielen Treppen hinauf, um zueinander zu kommen. Oft saßen sie bei der Großmutter, die ihnen Geschichten erzählte. Das sind die weißen Bienen, die schwärmen. Haben sie auch eine Bienenkönigin? Die haben sie. Sie fliegt dort, wo sie am dichtesten schwärmen. Sie ist die größte von allen und nie bleibt sie still auf der Erde. Gleich fliegt sie wieder zu der schwarzen Wolke empor. In mancher Winternacht fliegt sie durch die Straßen der Stadt und schaut in die Fenster hinein. Und dann frieren sie so wundersam zu, als ob Blumen darauf wüchsen. Eisblumen? Aber an unserem Fenster sind ja welche. Die hat die Schneekönigin gebracht. Kann die Schneekönigin hier hereinkommen? Das soll sie nur versuchen. Ich setze sie auf den warmen Kachelofen und dann schmilzt sie. Kai hat recht, Gerda. Die Schneekönigin verträgt Wärme nicht. Das wäre ihr Tod. Ihr Reich ist das des ewigen Eises. Großmutter, erzähle noch mehr von der Schneekönigin. Nein, für heute ist Schluss. Es ist schon Abend. Ihr müsst schlafen gehen. Als Kai zu Hause und schon halb ausgezogen war, nahm er einen heißen Kupferschilling vom Ofen, kletterte auf den Stuhl und legte ihn auf die gefrorene Scheibe. Das Eis schmolz und es entstand ein kleines Guckloch. Und wie Kai hindurchschaute, lugte hinter ebenso einem Löchlein im gegenüberliegenden Fenster Gerdas vertrautes liebes Auge hervor. Plötzlich trieben die Schneeflocken wild durcheinander und eine von diesen, die allergrößte, blieb auf der Kante des einen Blumenkastens liegen. Die Schneeflocke wuchs mehr und mehr. Zuletzt wurde sie ein ganzes Frauenzimmer. Sie war so fein, ein klügeres, schöneres Antlitz konnte Kai sich nicht denken. Die Augen glänzten wie zwei klare Sterne. Und doch spürte er Angst, denn sie war von Eis, von blendendem, blinkendem Eis. Sie nickte zum Fenster und winkte mit der Hand.
Da erschrak der Junge und sprang vom Stuhl herunter. Und es war, als ob draußen ein großer Vogel am Fenster vorbeiflöge. Am nächsten Tag warteten die Großmutter und Gerda vergeblich auf Kai. Er spielte auf dem Marktplatz mit den großen Jungen. Da ging es vergnügt her. Die Knaben banden ihre Schlitten an den großen Bauernwagen fest und fuhren ein Stück mit. Kai, wo bleibst du? Wir warten auf dich. Ach, die Großmutter mit ihren Geschichten. Die sind doch für Wickelkinder und kleine Mädchen. Soll ich dir etwas zeigen? Aber nicht hier. Doch, pass auf, Gerda. Sieh dir die Schneeflocken durch das Vergrößerungsglas an. Siehst du? Ja. Das sind keine weißen Bienen. Das sind kunstreiche Kristalle. Jeder sieht aus wie eine prächtige Blume oder ein zehneckiger Stern. Das ist viel interessanter als die wirklichen Blumen. Und es ist kein Fehler daran. Sie sind ganz gleichmäßig. Aber sie schmelzen auf deiner Hand. Ach, davon verstehst du nichts. Warum weinst du? So siehst du hässlich aus. Da kam ein großer Schlitten, der war ganz weiß gestrichen und darin saß jemand mit einer weißen, wolligen Mütze auf dem Kopf. Der Schlitten fuhr zweimal um den Platz. Kai band geschwind seinen kleinen Schlitten daran fest und fuhr mit. Ängstlich rief Gerda Kai hinterher, aber der war schon fort. Ja, das ist gut. Fahr schneller, weißer Schlitten. Fahr, dass der Schnee stiebt. Oh, wie die Schneeflocken größer und größer werden. Wie große weiße Hühner. Zieht ihr fliegenden Hühner. Zieht ihr zehneckigen Sternchen. Zieht meinen Schlitten in das Dunkel der Nacht. Es ging schneller und schneller. Sie bogen in die nächste Straße ein und als sie gerade zum Stadttor hinausfuhren, begann der Schnee so dicht herabzufallen, dass der kleine Knabe nicht mehr die Hand vor den Augen sehen konnte. Hey, Kutscher, wir sind schon zur Stadt hinaus. Halt, großer Schlitten, halt an! Kai ließ eilig die Schnur fahren, um von dem großen Schlitten loszukommen. Aber das half nichts. Sein kleines Fuhrwerk hing fest und es ging mit Windeseile vorwärts. Der Schnee fegte vom Himmel und der Schlitten flog dahin. Auf einmal hielt der große Schlitten. Und die Gestalt, die ihn gefahren hatte, erhob sich. Wir sind gut vorangekommen. Es war eine Dame, hoch und schlank und von oben bis unten leuchtend weiß. Pelz und Mütze waren aus lauterem Schnee. Es war die Schneekönigin. Setz dich in meinen Schlitten. Ich friere. Dann kriech in den Bärenpelz hinein. Friert dich noch? Dein Bärenpelz ist wie kaltes Schneetreiben um mich. Wer seid ihr? Ich bin die Schneekönigin. Und wenn ich dich jetzt auf die Stirn küsse, dann frierst du nicht mehr. Das war kälter als Eis. Der Kuss drang Kai gerade bis in das Herz hinein und verwandelte es in einen Eisklumpen. Da fühlte er nichts mehr von der Kälte ringsum. Willst du mit mir kommen? Wir fliegen in den großen Himmelsraum. Hoch hinauf in die schwarze Nacht, wo der Sturm saust und alte Lieder singt. Aber Gerda, Gerda wartet zu Hause auf mich. Die Schneekönigin küsste Kai ein zweites Mal. Und da hatte er die kleine Gerda und die Großmutter und alle zu Hause vergessen. Kai sah die Schneekönigin an. Nun schien sie nicht mehr aus Eis zu sein. Sie war vollkommen und er spürte gar keine Angst. Darf ich für immer bei dir bleiben, Schneekönigin? Ich kann auch schon Kopf rechnen, sogar mit Brüchen. Und ich weiß die Quadratmeilen und die Einwohnerzahl unseres Landes auswendig.
Die Schneekönigin lächelte. Da kam es Kai vor, als wäre es noch nicht genug, was er wisse. Sie flog mit ihm hoch empor zu der schwarzen Wolke. Sein Schlitten aber war an eins der weißen Hühner gebunden. Das flog hinterher und dann waren sie verschwunden. Aber wie erging es Gerda, als Kai nicht zurückkehrte? Wo war er nur? Niemand wusste es. Niemand konnte Bescheid geben. Da sagten alle, dass Kai tot und im Fluss ertrunken sei. Viele Tränen flossen, und die kleine Gerda weinte so sehr und so lange, bis der Frühling kam. Du wärmender Sonnenschein, wie kann ich mich mit dir freuen? Kai ist tot und fort. Ich glaube es nicht, dass er tot ist. Glaube es nicht, dass er tot ist. Glaube es nicht. Ihr Schwalben, ihr spielenden Kameraden. Kai ist tot und fort. Das glauben wir nicht. Das glauben wir nicht. Das glauben wir nicht. Da glaubte es Gerda auch nicht mehr. Sie zog ihre neuen roten Schuhe an, das waren die, die Kai noch nicht gesehen hatte, küsste die alte Großmutter, die noch schlief, und ging ganz allein aus dem Stadttor zum Fluss. Fluss, du dunkler, geheimnisvoller Strom. Ist es wahr, dass du mir meinen einzigen Freund genommen hast? Gib ihn mir wieder. Ich schenke dir meine roten Schuhe. Und es war Gerda, als nickten die Wellen. Da kletterte sie in ein Boot, das im Schilf lag, zog ihre roten Schuhe aus und warf beide weit in den Fluss. Bei dieser Bewegung glitt das Boot vom Land ab und trieb schnell auf die Mitte des Stromes. Ihre kleinen roten Schuhe trieben hinter ihr her. Es war gerade, als ob der Fluss sie zurückgeben wollte. Aber sie konnten das Boot nicht erreichen. Es hatte schnellere Fahrt. Hilfe! Zu Hilfe! Ist denn niemand da, der mich hört? Hier sind wir. Hab keine Angst. Wir sind bei dir. Ach, ihr seid es, liebe Spatzen. Ich habe keine Angst. Denn bestimmt trägt der Fluss mich zu Kai. Das kann schon sein. Wir begleiten dich, bist nicht allein. Das Boot trieb rasch den Fluss dahin. Die Spatzen flogen am Ufer entlang und zwitscherten, doch bald verloren sie die Lust und kehrten um. Alte Bäume und Hügel mit Schafen und Kühen zogen an Gerda vorbei, aber nicht ein einziger Mensch war zu sehen. Nach vielen Stunden kam sie zu einem großen Kirschgarten, in dem ein Haus mit einem Strohdach und roten und blauen Fenstern stand. Davor salutierten zwei Soldaten. Habt ihr Kai gesehen? Haltet ihr ihn vielleicht gefangen? Die Soldaten aber waren aus Holz und antworteten natürlich nicht. Da kam aus dem Haus eine alte Frau, die sich auf einen Krückstock stützte. Sie hatte einen großen Sonnenhut auf und der war mit den herrlichsten Blumen bemalt. Du arme Kleine, wie bist du denn auf den reißenden
Die Alte raffte ihre Röcke hoch, ging ganz weit in das Wasser hinein, hakte ihren Krückstock am Boot fest, zog es an Land und hob das Mädchen heraus. Gerda war froh, wieder aufs Trockene zu kommen, aber sie hatte doch ein wenig Furcht vor der fremden alten Frau. Komm doch und erzähle mir, wer du bist und wie du hierher kommst. Ich bin Gerda und ich suche meinen Kai. Seit er fort ist, bin ich ganz allein. So etwas, nein, so etwas aber auch. Hast du ihn nicht gesehen? Nein, aber wird schon kommen. Sei nur nicht betrübt. Koste von meinen Kirschen und zieh dir meine Blumen an. Die sind schöner als irgendein Bilderbuch und jede kann eine Geschichte erzählen. Dann will ich die Rose fragen, ob sie meinen Kai gesehen hat. Denn die Rose war unsere Lieblingsblume. Komm erst einmal ins Haus. Du bist ja ganz nass. Da nahm sie Gerda bei der Hand. Sie gingen in das Haus hinein und die Alte schloss die Türe zu. Auf dem Tisch standen die herrlichsten Kirschen. Und Gerda aß davon so viel sie mochte, denn das durfte sie. Und während sie aß, kämmte die alte Frau ihr Haar mit einem goldenen Kamm. Nach einem so niedlichen Mädchen habe ich mich schon lange gesehnt. Dich möchte ich gern behalten. Du wirst sehen, wie gut wir miteinander auskommen werden. Und je länger sie das Haar kämmte, desto mehr vergaß Gerda ihren Kai. Denn die alte Frau konnte zaubern. Aber eine böse Zauberin war sie nicht. Sie zauberte nur so ein bisschen zu ihrem Vergnügen. Als Gerda eingeschlafen war, ging sie in den Garten hinaus. Rosenstrauch, du mit deinen gelben Blüten, versinke in der schwarzen Erde. Versinke, versinke. Spürst du den Zauber meines Krückstocks nicht? Versinke, versinke. Rosenstrauch, du mit deinen roten Blüten, versinke in der schwarzen Erde. Versinke, versinke. Rosenstrauch, du mit deinen schwarzen Blüten, versinke in der schwarzen Erde. Ihr Rosen alle versinkt. Nun wird Gerda ihren Kai vergessen und für immer bei mir bleiben. Die Alte fürchtete, wenn Gerda die Rosen sähe, könne sie an ihre eigenen denken, sich dann an Kai erinnern und ihres Weges gehen. Als Gerda wieder erwacht war, führte sie die Alte in den Blumengarten hinaus. Nein, was war das für ein Duft und Reichtum! Alle nur denkbaren Blumen, und zwar für jede Jahreszeit, standen hier in schönster Blüte. Gerda hüpfte vor Freude und spielte, bis die Sonne hinter den hohen Kirschbäumen unterging. Dann bekam sie ein weiches Bett mit roten Seidenkissen, die waren mit blauen Veilchen gestopft, und sie schlief und träumte so herrlich wie nur eine Königin an ihrem Hochzeitstag. Am nächsten Tag durfte sie wieder mit den Blumen im warmen Sonnenschein spielen. Am nächsten auch. Und am nächsten und wieder am nächsten. Nun bin ich schon viele Tage hier. Und ein Tag ist schöner als der andere. Die Blumen hören nie auf zu blühen. Es sind so viele und jede kenne ich. Und doch kommt es mir vor, als ob eine fehlt. Da fiel ihr Blick auf den Sonnenhut der alten Frau mit den gemalten Blumen, und gerade die schönste davon
war eine Rose. Die Alte hatte vergessen, sie vom Hut zu entfernen, als sie die anderen in die Erde versenkte. Aber so ist es, wenn man die Gedanken nicht beisammen hat. Was denn, sind hier keine Rosen? Wie konnte ich die herrliche Rose vergessen? Was ist ein Garten ohne Rosen? Gerda sprang zwischen die Beete und suchte, aber es waren keine zu finden. Da setzte sie sich hin und weinte. Aber ihre Tränen fielen gerade auf die Stelle, wo ein Rosenstrauch versunken war. Ich bin die schwarzblühende Rose, die Königin. Deine heißen Tränen haben mich erweckt unter der Erde. Warum weinst du? Du erinnerst mich an Kai. Ich wollte ja Kai finden. Schwarze Rose, weißt du nicht, wo er ist? Glaubst du, dass er tot ist? Tot ist er nicht. Ich bin ja in der Erde gewesen. Dort sind alle Toten. Aber Kai war nicht da. Ich danke dir, Rose. Feuerlilie, weißt du nicht, wo Kai ist? Hörst du die Trommel, bum, bum? Es sind nur zwei Töne, immer bum, bum. Das verstehe ich nicht. Butterblume, du bist eine kleine helle Sonne. Sage mir, hast du Kai gesehen? Gold im Munde, Gold im Grunde, Gold in der Morgenstunde. Narzisse, weißt du etwas? Ich kann mich selbst sehen, ich kann mich selbst sehen, ich kann mich selbst sehen. Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Ich sehe schon. Ihr könnt mir nicht helfen. Jede von euch kennt nur ihr eigenes Lied. Ich muss euch verlassen, wenn ich Kai finden will. Gerda lief an das Ende des Gartens. Die Tür war verschlossen, aber sie rüttelte an der verrosteten Klinke, so dass sie abfiel und die Tür sprang auf. Draußen war der Sommer vorbei. Oh, wie habe ich mich verweilt! Es ist ja schon Herbst geworden. Und das Mädchen lief auf bloßen Füßen in die weite Welt, denn ihre Schuhe hatte sie ja dem Fluss geschenkt. Lange war Gerda so unterwegs. Ihre Füße waren wund und müde geworden, und wie kalt und rau sah es ringsum aus. Sie musste ausruhen. Da hüpfte dort auf dem Schnee ihrem Platz gerade gegenüber eine große Waldkrähe. Die hatte lange gesessen, sie betrachtet und mit dem Kopf gewackelt. Kra, kra! Guten Tag, guten Tag. Wohin so allein in der weiten Welt? Gerda fühlte nur zu gut, was es heißt, allein auf der Welt zu sein. Und sie erzählte der Waldkrähe ihr ganzes Leben und Schicksal und fragte, ob sie Kai nicht gesehen habe. Da nickte die Krähe ganz bedächtig und meinte es gut mit dem Mädchen. Das könnte sein, dass ich deinen Kai gesehen habe. Das könnte sein. Wie? Glaubst du wirklich? Vernünftig, vernünftig. Ich glaube, es kann Kai gewesen sein. Aber nun hat er dich sicher über der Prinzessin vergessen. Wohnt er denn bei einer Prinzessin? Ja, im Schloss. Die Prinzessin hat ihn direkt von der Landstraße zu sich genommen. Das war ein Skandal. Meine zahme Liebste wohnt auch dort. Ich bringe dich hin. Erst als es spät am Abend war, kamen die Waldkrähe und Gerda im Schloss an. Die zahme Liebste wartete schon, drehte den Kopf nach allen Seiten und hörte sich die Geschichte von Gerda und Kai an. Ihr Schicksal ist auch sehr rührend, aber es ist ganz unmöglich, dass sie ins Schloss kommen können. Sie sind ja barfuß, gnädiges Fräulein. Die Garde in Silber und die Lakaien in Gold würden es nicht erlauben.
Aber weinen Sie nicht. Sie sollen ins Schloss kommen. Aber wie willst du das anstellen? Ich kenne eine kleine Hintertreppe, die zum Schlafgemach der Prinzessin führt. Die zahme Liebste brachte sie zu einer Tür. Oh, wie Gerdas Herz vor Angst und Sehnsucht klopfte. Es war ihr gerade, als ob sie etwas Böses vorhätte, aber sie wollte doch nur wissen, ob es wirklich Kai war. Wollen Sie die Lampe nehmen, kleines Fräulein? Dann werde ich vorangehen. Wir gehen hier den geraden Weg, denn da treffen wir niemand. Ich glaube, es kommt jemand hinter uns her. Das sind nur Träume. Die kommen und holen die Gedanken der Unherrschaft zur Jagd ab. Das ist recht gut. Dann können sie den Prinzen besser im Bett betrachten. Aber hoffentlich zeigen sie auch, wenn sie zu Ehren und Würden kommen, ein dankbares Herz. Das versteht sich ja von selbst. Nun kamen sie in den ersten Saal hinein. Der war aus rosenrotem Atlas mit gestickten Blumen an den Wänden. Da sausten die Träume schon wieder an ihnen vorbei. Pferde mit flatternden Mähnen und dünnen Beinen, Jägerburschen, Herren und Damen zu Ross. Aber sie flogen so schnell, dass Gerda nichts erkennen konnte. Ein Saal war immer prächtiger als der andere. Und dann waren Gerda und die beiden Krähen im Schlafgemach. Die Lilien dort, die mit den goldenen Stängeln an der Decke hängen, das sind die Betten. In der weißen schläft die Prinzessin und in der roten der Prinz. Das ist Kai. Ich erkenne ihn an seinem braunen Nacken. Kai! Da sausten die Träume zu Pferde wieder in den Saal herein. Der Prinz erwachte, drehte den Kopf um und... Es war nicht der kleine Kai. Der Prinz glich ihm nur im Nacken. Aus dem weißen Lilienblatt blinzelte die Prinzessin hervor. Was ist denn hier los? Wer dringt des Nachts in unser Schlafgemach? Oh, Hilfe! Wachen! Sei still, liebste Prinzessin. Vielleicht ist es nur eine Abordnung aus dem Volk und sie haben Hunger oder frieren. Das ist die kleine Gerda. Und sie sucht ihren Liebsten, den Kai. Nun weint sie. Ja, der Kai ist ebenso keck und hübsch und arm wie der Prinz und soll sich auf der Landstraße herumtreiben. Da dachten wir eben, dass der Prinz Kai ist. Und ihr dachtet, ich gebe meinen Prinzen wieder her? Nun, wenn er doch den gleichen schönen braunen Nacken hat wie der kleine Kai. Seid uns nicht böse, schöne Prinzessin. Die guten Krähen haben mir geholfen, als ich schon 7x7 Tage unterwegs war und allein nicht mehr weiter konnte. Es wäre so schön gewesen, meinen Kai gefunden zu haben. Du armes Mädchen! Der Prinz stand aus seinem Bett auf und ließ Gerda darin schlafen. Und mehr konnte er nicht tun. Alle Träume kamen wieder hereingeflogen. Und Gerda sah, wie sie einen Schlitten zogen, auf dem saß Kai und nickte. Aber das Ganze war nur ein Traum, und darum war es auch wieder fort, als sie erwachte. Am folgenden Tag wurde sie von Kopf bis Fuß in Samt und Seide gekleidet. Willst du nicht im Schloss bleiben und uns Gesellschaft leisten? Ja, du wirst gute Tage haben. An nichts soll es dir fehlen. Ich danke euch. Aber ich muss weiter. Ich muss meinen Kai finden. Schade. Dein Kai muss ja ein ganz besonderer Bursche sein.
Hier, ich schenk dir meine Stiefel. Mit denen bin ich schon durch viele Länder gewandert. Von mir? Nimm diesen Muff. Es ist kalt. Ich habe ihn selbst bestickt, als der Prinz noch nicht bei mir war. Du sollst unsere neue Kutsche haben. Die ist aus reinem Gold und das Wappen unserer Liebe ist an ihr befestigt. Mit der Kutsche fährst du durch das Land, bis auch du dein Glück gefunden hast. Gute Reise! Und viel Glück! Ich danke euch! Leb wohl! Auf Wiedersehen! Gute Reise! Gute Reise! Kra! Kra! Die Kutsche fuhr mit Kutscher, Diener und Vorreiter, denn es waren auch Vorreiter da, und die hatten Goldkronen auf dem Kopf. Sie kamen in den dunklen Wald, aber die Kutsche leuchtete wie eine Fackel. Das stach den Räubern in die Augen. Das konnten sie nicht ertragen. Eine Kutsche aus Gold. Oh. Aus purem Gold. Los, hinterher! Hü! Vorwärts, Rappen! Lauf, lauf! Fahr schneller, Kutscher! Schneller geht es nicht, kleines Fräulein. Das Gold der Kutsche ist zu schwer. Stoppt sie! Na, träumt ihr Scheißkerle, treibt! Los, über den Berg! Und zingelt die Kutsche! Keiner darf lebend entkommen! Halt! Los, drauf! Befehl ausgeführt. Vorreiter, Kutscher, Diener, alle tot. Aber in der Kutsche sitzt noch ein Prinzesschen. Na, dann führ uns mal die Hoheit vor, Prinzesschen. Immer heraus spazieren, mein Schatz. Aber ein bisschen Hoppla, wenn ich bitten darf. Liebe Räuber. Liebe Räuber. Liebe Räuber, nehmt meinen Pelz, meine Stiefel, meinen Muff, nehmt alles, was ich habe. Aber bitte lasst mich frei. Ich muss doch Kai suchen. Sie ist fett. Sie ist niedlich. Sie ist mit Nusskernen gefüttert. Das ist so gut wie ein kleines Mastlamm. Na, wie die schmecken wird. Au! Das alte Räuberweib wurde von ihrer eigenen Tochter, die auf ihrem Rücken hing, so wild und unbändig, dass es eine Lust war, ins Ohr gebissen, so dass sie keine Zeit hatte, Gerda zu schlachten. Du hässlicher Balg! Du abscheulicher Racker! Sie soll mit mir spielen, sie soll mir ihren Muff und ihr hübsches Kleid geben und soll meine Freundin sein! Au, verdammt, du hast mich ja wieder ins Ohr gebissen! Lass mich los, du! Wie die Alte mit ihr Jungen tanzt! Los, vorwärts, bring die Kutsche in Sicherheit! Jawohl. Ich will mit dem Mädchen in die Kutsche hinein. Ach, du Balg, musst du auch immer deinen Willen haben. Aber mach schnell. Die Kutsche fuhr über Stock und Stein immer tiefer in den Wald. Das Räubermädchen war so groß wie Gerda, aber kräftiger und von dunklerer Haut. Ihre Augen waren ganz schwarz. Sie sahen fast traurig aus. Wie heißt du? Ich heiße Gerda. Gerda, sie sollen dich nicht schlachten, solange ich nicht böse auf dich bin. Du bist wohl eine Prinzessin? Nein. Da erzählte Gerda dem Räubermädchen alles, was sie erlebt hatte und wie sehr sie Kai liebt. Das Räubermädchen sah sie ganz ernsthaft an und nickte ein wenig mit dem Kopf.
Sie sollen dich auch nicht schlachten, wenn ich einmal böse mit dir bin. Dann werde ich es schon selbst tun. Das Räubermädchen trocknete Gerdas Augen und steckte seine beiden Hände in den hübschen Muff. Da hielt die Kutsche an. Sie waren im Hof des Räuberschlosses. In einem alten, verräucherten Saal brannte mitten auf dem Fußboden ein großes Feuer und Hasen und Kaninchen wurden am Spieß gedreht. Rings um das Feuer saßen die Räuber und tranken. Ja, du gib mir auch mal einen Schluck, du alter Gauner, du. Ruhe! Ruhe, Ruhe, meine Tochter will was sagen. Ruhe. Das Mädchen hier ist gar keine Prinzessin. Sie heißt Gerda und soll diese Nacht mit mir bei all meinen Tieren schlafen. Ach, na schön. Du kannst sie haben, mein Zicklein. Komm, Gerda. Das Räubermädchen zog Gerda in einen Raum, wo Stroh und Decken lagen. Oben drüber saßen in einem Käfig zwei Waldtauben. Die gurrten, als sie kamen. Da sitzen meine Waldkanaillen. Aber das sind doch zwei Waldtauben. Bei mir heißen sie aber Waldkanaillen, die beiden. Die fliegen gleich fort, wenn man sie nicht fest verschlossen hält. Küsse sie! Das Räubermädchen öffnete rasch den Käfig, ergriff die Tauben an den Füßen, schüttelte sie, dass sie mit den Flügeln schlugen, und klatschte sie Gerda ins Gesicht. Und hier steht mein alter, liebster Bäh. Das ist ein Rentier. Den müssen wir auch in der Klemme halten, sonst springt er uns weg. Hey du, komm mal her! Er hat Angst. Jeden Abend kitzle ich ihn mit meinem scharfen Messer am Hals, da zittert er immer so komisch. Das Räubermädchen zog das Rentier an seinem Geweih herbei und nahm ein langes Messer aus einem Mauerspalt. Damit fuhr es dem Rentier über den Hals. Das arme Tier schlug mit den Beinen aus, und das Räubermädchen lachte und zog dann Gerda mit ins Bett hinein. Willst du denn das Messer behalten, wenn du schläfst? Ich schlafe immer mit dem Messer. Man weiß nie, was kommen kann. Aber erzähle mir nun noch einmal von Kai und weshalb du in die weite Welt hinausgegangen bist. Und Gerda erzählte wieder von vorn, und dann noch einmal. Die Waldtauben gurrten und auch das Rentier hörte zu. Das Räubermädchen legte seinen Arm um Gerdas Hals, hielt das Messer in der anderen Hand und schlief, dass man es hören konnte. Aber Gerda konnte ihre Augen nicht schließen. Sie wusste nicht, ob sie leben oder sterben sollte. Wir haben den kleinen Kai gesehen. Ein weißes Huhn trug seinen Schlitten. Er saß im Wagen der Schneekönigin. Der flog dicht über den Wald dahin, als wir im Neste lagen. Kurre! Die Schneekönigin blies uns Jungen an. Alle mussten sterben, bis auf uns zwei. Kurre! Kurre! Was sagt ihr Tauben? Kai ist bei der Schneekönigin? Wohin reiste die Schneekönigin? Wisst ihr etwas davon? Sie reist nach dem hohen Norden, denn dort ist immer Eis und Schnee. Frage das Rentier, Kurre. Kurre. Dort ist Eis und Schnee. Dort ist es herrlich und gut. Dort springt man frei umher. Sag, Rentier, weißt du, wo die Schneekönigin wohnt? In Lappland hat die Schneekönigin ihr Sommerzelt auf glänzenden Schneefeldern. Ihr festes Schloss aber ist oben nach dem Nordpol zu, auf der Insel, die Spitzbergen genannt wird.
Kai. Lieber Kai. Du musst doch still liegen, sonst stoße ich dir das Messer in den Bauch. Liebes Räubermädchen, die Tauben haben Kai gesehen. Er ist in Lappland bei der Schneekönigin. Das Rentier weiß den Weg dorthin. So? Weißt du wirklich, wo Lappland ist, alter Bär? Wer sollte es besser wissen als ich? Dort bin ich geboren und aufgewachsen. Dort bin ich auf den Schneefeldern herumgesprungen. Da kann man nichts machen. Ich könnte zwar noch manches Mal meinen Spaß haben und dich mit dem Messer kitzeln, aber das ist nun einerlei. Ich will dich freilassen. Aber du musst Beine machen und Gerda zu Kai bringen. Du weißt ja, wie lieb er ist, denn du hast gelauscht. Ich danke dir. Vielen Dank. Dein Muff behalte ich aber. Der ist gar zu niedlich. Hier hast du die Fausthandschuhe meiner Mutter. Die reichen dir bis zum Ellenbogen. Kriech hinein. Das Räubermädchen hob Gerda auf das Rentier und war so vorsichtig, sie festzubinden. Brachte noch zwei Brot und einen Schinken und dann flog das Rentier über Stock und Stein davon durch den großen Wald, über Sümpfe und Steppen, Tag und Nacht, so schnell es nur konnte. Die Wölfe heulten, die Raben schrien, die Brote wurden verzehrt, der Schinken auch, und dann waren sie in Lappland. Bei einem kleinen Haus hielten sie an. Das Dach hing bis auf die Erde hinab und die Tür war so niedrig, dass sie auf dem Bauch hineinkriechen mussten. Eine alte Lappin briet gerade bei einer Tranlampe Fische. Das Rentier erzählte ihr Gerdas ganze Geschichte, denn Gerda war so mitgenommen von der Kälte, dass sie nicht sprechen konnte. »Ach, ihr Armen, da habt ihr noch weit zu laufen. Ihr müsst über 100 Meilen nach Finnmarken hinein. Dort hat die Schneekönigin ihren Landsitz und brennt Abend für Abend ein Feuerwerk ab.« »Kennst du auch den Weg zum Schloss?« »Den kenne ich nicht. Aber dort oben lebt die Finnin. Die kann euch besser Bescheid sagen als ich.« Als Gerda wieder erwärmt war und zu essen und zu trinken bekommen hatte, band die Lappin sie wieder auf dem Rentier fest, das davonsprang. Die ganze Nacht waren die beiden unterwegs, dann kamen sie nach Finnmarken und klopften an den Schornstein der Finnin, denn die hatte nicht einmal eine Tür. Dort drinnen war eine Hitze, dass die Finnin ganz nackend ging. Sie löste schnell Gerdas Kleider auf und das Rentier bekam ein Stück Eis auf den Kopf. Nun erzählte das Rentier die Geschichte der kleinen Gerda. Die Finnin blinzelte mit den Augen, sagte aber nichts. »Du bist so klug. Willst du nicht dem Mädchen einen Trank geben, dass es die Kraft von 12 Männern erhält und die Schneekönigin überwindet?« »Die Kraft von 12 Männern?« »Ja, bitte hilf.« »Ich kann dir keine größere Macht geben, als du schon hast. Siehst du nicht, wie groß sie ist? Siehst du nicht, wie Menschen und Tiere dir dienen müssen? Wie du auf bloßen Füßen so gut in der Welt fortgekommen bist. Von uns kannst du keine Macht erhalten. Die Kraft sitzt in deinem Herzen, das liebt. Zeig mir den Weg zur Schneekönigin. Ich werde Kai finden. 2 Meilen von hier beginnt der Garten der Schneekönigin. Dort, wo der große Busch mit den roten Beeren im Schnee steht. Gerda küsste das Rentier auf den Mund und es liefen große, blanke Tränen über die Backen des Tieres. Dann machte sie sich allein auf den Weg.
Zu spät merkte sie, dass sie ihre Stiefel und ihre Handschuhe bei der Finnin vergessen hatte. Immer stärker spürte sie die eisige Kälte, aber sie lief, so schnell sie nur konnte, vorwärts dem Schloss der Schneekönigin entgegen. Wie aber war es Kai ergangen? Kai dachte nicht an Gerda. Er saß im Palast der Schneekönigin und spielte das Verstandeseisspiel. Er war ganz blau vor Kälte, ja beinahe schwarz, aber er fühlte das nicht. Kai, komm zu mir. Kai! Die Wände des Schlosses waren aus treibendem Schnee und Fenster und Türen aus schneidenden Winden. Es waren über 100 Säle darin. Mitten in dem größten war ein zugefrorener See. Der war in 1000 Stücke zersprungen, aber jedes Stück war dem anderen in allem so gleich, dass es ein wahres Kunststück war. Es war der Spiegel des Verstandes. Auf dem saß die Schneekönigin. Du bist nun 7 Jahre hier in meinem Schloss. 7-mal habe ich dir die Kälteschauer abgeküsst. Und nun gehört der Eispalast dir. Hüte ihn gut, denn ich sause jetzt fort. Wo willst du hin, Schneekönigin? Ich will hinunter in den Süden und einmal in die schwarzen Töpfe gucken. Das sind die feuerspeienden Berge Vesuv und Ätna. Ich will sie ein wenig weißen. Das gehört dazu und tut den Zitronen und Weintrauben gut. Aber was wird aus mir? Du nimmst zum 1000. Mal die 1000 und aber 1000 Eisstücke. Bilde aus ihnen das Wort Ewigkeit. Gelingt es dir, sollst du dein eigener Herr sein. Und ich schenke dir die ganze Welt und außerdem noch ein paar Schlittschuhe. Die Schneekönigin flog davon und Kai saß allein in dem großen Eissaal. Er sah auf die Eisstücke und dachte. Ganz steif und still saß er. Man hätte glauben können, er wäre erfroren. Da trat Gerda durch die große Pforte in das Schloss und die schneidenden Winde legten sich schlafen. Wände aus Eis? Schneewolken als Dach. Das muss das Schloss der Schneekönigin sein. Oh, wie leer, groß und kalt es hier ist. Wie soll ich in dieser unendlichen Weite Kai finden? Wo bist du? Kai! Ich bin gekommen, Gerda! Der Sturm hat nachgelassen und das Nordlicht scheint. Ich werde Kai finden. Was ist das für eine Stimme? Ewigkeit, Ewigkeit, Ewigkeit. Kai! Kai lebt und ist da. Ich habe dich gefunden. Kai, so sag doch ein Wort. Ewigkeit. Ich bin es. Gerda. Du störst. Ewigkeit. Ewigkeit. Was ist mit dir, lieber Kai? Erkennst du mich nicht? Ewigkeit. Ewigkeit. Wie kalt du bist! Ewigkeit. Gelbe Rosen, rote Rosen,
weiße Rosen, schwarze Rosen, wenn die Rosen gedeihen, kann uns niemand entzweien, kann uns niemand entzweien. Ewigkeit. Da schlang Gerda ihre Arme um seinen Hals und weinte heiße Tränen. Die fielen Kai auf die Brust, drangen in sein Herz und tauten den Eisklumpen auf. Gerda! Liebe Gerda! Wo bist du so lange gewesen? Wo bin ich? Wie kalt es hier ist. Und wie weit und leer. Kai hielt sich an Gerda fest und sie lachte und weinte vor Freude. Das war so herrlich, dass selbst die Eisstücke zu tanzen begannen. Gerda küsste Kai die Wangen, da wurden sie wieder blühend. Sie küsste seine Hände und Füße und er war gesund. Als die Eisstücke vom Tanzen müde waren und sich niederlegten, bildeten sie gerade die Figur, von der die Schneekönigin gesagt hatte, Kai solle sie finden. Gerda, da steht das gesuchte Wort. Da steht mein Freibrief geschrieben. Ewigkeit. Gerda, gehen wir nach Hause. Wir waren beide so lange fort. Und sie fassten einander bei der Hand und wanderten aus dem Schloss hinaus. Bei der Finnin wärmten sie sich auf und das Rentier trug die beiden nach Lappland. Die Lappin hatte ihnen neue Kleider genäht und ihren Schlitten instand gesetzt. Als sie aber an die Grenze des Landes kamen, da nahmen sie Abschied vom Rentier. Die ersten Vögel begannen zu zwitschern, der Wald hatte grüne Knospen und aus ihm kam das Räubermädchen geritten. Es erkannte Gerda sogleich und Gerda erkannte es auch. Das war eine Freude. Das Räubermädchen erzählte, dass der Prinz und die Prinzessin ins Ausland gereist wären und dass die Krähe tot sei. Die zahme Liebste war Witwe geworden und trug ein Ende schwarzen Wollgarns um das Bein. Das Räubermädchen versprach, sie einmal zu besuchen und ritt dann in die weite Welt hinein. Als Kai und Gerda die große Stadt erreichten, in der sie wohnten, gingen sie die Treppen hinauf zur Tür der Großmutter und betraten die Stube, wo alles noch auf derselben Stelle stand wie früher. Aber als sie durch die Tür gingen, merkten sie, dass sie erwachsen waren. Die Rosen blühten zum offenen Fenster hinein und es war Sommer, warmer, herrlicher Sommer.